Willkommen zurück bei Frozen State. Folge 5, Anlauf 2,5 oder so, wenn wir den verunglückten letzten aus der vierten Folge mit dazuzählen wollen. Und jetzt stehen wir wieder vor der großen Frage, mit wem wollen wir denn spielen? Und ich habe mich ein bisschen informiert. Die Unterschiede sind also die, dass der gute Ingvar mehr Lebensenergie hat, das hatten wir schon festgestellt. Der kann aber auch mehr tragen und versteht sich besser auf den Umgang mit Waffen. Wohingegen der Jungspund wohl schneller laufen kann. Ich nehme mal an, wenn das Skillsystem erstmal vollständig integriert ist, wird das da noch gravierende und weitere Unterschiede geben. Für den Moment ist es das jetzt aber erstmal und deswegen sage ich, bleiben wir bei Sam Fisher. Ich habe mich an den guten Mann gewöhnt und ich hatte ja gesagt, dass wir diesmal als Ansatz mal verfolgen werden, die ganze Zeit so ein bisschen on the road zu bleiben, nicht von hier von dem Starthaus aus immer irgendwelche Ausflüge in die Botanik zu starten, sondern auf der Karte rumzurennen, die Karte aufzudecken, mal zu gucken, was es so zu finden und zu entdecken gibt. Und dazu nehme ich jetzt erstmal hier alles mit, was da ist und rüste mich mal mit dem aus, was ich schon habe. Eine Axt, ganz normal, bisschen Munition, 20 mal Feuerholz, Papierstreiche, jetzt hat zwei Batterien nur. Sollen wir mal gucken, ich hoffe, dass wir da bei Zeit noch was finden. Den Schlafsack nehmen wir natürlich mit. Hier ist nichts. Was gibt's hier? Nichts, herrlich. Hier das Radio für die dunklen, einsamen Stunden irgendwo im sibirischen Outback. Da kann uns das eventuell noch gute Dienste leisten. So, die Limonade ist gut. Da haben wir wenigstens auch schon mal was zu trinken. Jetzt hoffe ich, dass wir in der Küche noch was zu essen finden. Und dann sind wir eigentlich... Achso, hier finden wir erstmal... Ach, die Küche ist ja auch hier unten. Ich wollte schon sagen, hier finden wir erstmal gar nichts, aber... Tourist Backpack, das ist doch schon mal schön. Den werden wir gleich mal ausrüsten. Ja, der macht natürlich gleich richtig was aus. Und Kühlschrank, Kühlschrank, Kondome. Also was manche Leute so in ihren Kühlschrank packen, wa? Soll ja auch schön kalt sein untenrum, wa? Ich mag es frisch. So, Schießpulver nehmen wir auch mit. Kondome bleiben da. So. Hier ist vermutlich mal wieder leer, genau. Dann würde ich sagen, Axt ausgerüstet. Achso, hier, genau, und auf geht's. Ich habe mir auch vorgenommen, auf der Übersichtsmap jedes einzelne Quadrat mitzunehmen. Also man könnte ja theoretisch auch gleich so Fast Travel machen, mehrere Quadrate am Stück zu reisen. Das finde ich aber zu fad. Und mal gucken, wie wir damit fahren. Also so hat man natürlich auch mehr Möglichkeiten zu looten. Außerdem vergeht ja dabei auch immer die Zeit. Do you want to leave the location? Natürlich. Ah ja, oh, sind wir aber hier schon mal deutlich dichter an den großen Seen dran als beim letzten Mal. Mein Ziel wäre es, irgendwie natürlich hier so in diesen Bereich zu kommen. Ich glaube, hier ist echt eine Menge los. Ich gehe mal davon aus, dass das hier ein Gewässer ist oder mehrere Gewässer, die vermutlich ohnehin zugefroren sein werden. Also sage ich, wir gehen erstmal hier ein Stück geradeaus, bis wir zu dem Ding hier kommen, was wie so eine Halbinsel ist. Und dann wollen wir noch mal sehen, wie wir über den See eventuell vielleicht rüberlaufen oder einmal außen rumlaufen, um zu dieser Stadt, diesem Stadtgebiet hier zu kommen. Jetzt gehen wir erstmal hier einen vor. So. Ah ja, ach, hier ist schon Ende. Aber hier werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen was durchsuchen. Wir müssen dann wieder zurück offensichtlich und irgendwie unten rumlaufen. Mal sehen, ob sich dich dann mein Plan gleich schon wieder erübrigt hat. So. Ein bisschen rauszoomen. Ist zwar nicht viel, ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass es hilft. Und was ich festgestellt habe, wenn man Space drückt, dann duckt er sich ja, aber dabei kann man auch laufen. Da ist er natürlich langsamer. Und wenn ich dann, also das kann ich auch im Stehen machen, C drücke, jetzt wird das hier alles so ein bisschen schwarz-weiß. Ich zeige euch das mal, wenn es soweit ist. Das ist sowas wie so eine Zuhören-Spezialfähigkeit, wenn ich also C gedrückt halte und irgendwo so ein Mutant rumrennt, den ich aber nicht sehen kann, der Geräusche macht, dann kann ich den wahrnehmen und der wird mir angezeigt. So kommt natürlich nochmal eine zusätzliche Stealth-Komponente in das Spiel, die mir sehr gut gefällt. Weil, wie gesagt, bei den Kämpfen zieht man ja fast immer Schaden eigentlich. Nehme ich das Scrap Metal mal mit. Ah, schadet nichts. Wenn ich es nicht mehr tragen kann, dann kann ich es ja wieder rausschmeißen. Ich nehme mal noch den Baum hier mit.
dass wir notfalls auch ein paar Fackeln oder irgendwas bauen können, um irgendwas zu markieren oder für ein bisschen Wärme zu sorgen. Ja, also das mit der Stealth-Komponente, ich finde das klasse. Also ich glaube, dass das nochmal ein bisschen mehr Stimmung und Atmosphäre bringt und hoffentlich mich auch ein bisschen länger leben lässt als in den letzten Versuchen. Oh. Hier ist natürlich jetzt erstmal überhaupt nichts. Okay. Zur leichteren Orientierung werde ich versuchen, immer so ein bisschen entlang der Straßen irgendwie zu reisen. Einfach weil man da weniger schnell den Überblick verliert. Und in der Regel ja wahrscheinlich so Häuser, die wir ja eigentlich suchen, um da ein bisschen was drin zu finden, auch eher an so einer Straße gebaut sein werden, würde ich jetzt mal vermuten wollen. So, hier ist jetzt aber erstmal lange nichts. Und überhaupt lange, also scheint mir auch ein größeres Chunk zu sein. Also die, das habe ich auch schon festgestellt, die sind unterschiedlich groß, diese Quadranten. Hier so ein Haus. Warte mal gucken, hier können wir gleich mal ein bisschen horchen, ob da vielleicht einer drin ist. Also so ganz hundertprozentig weiß ich jetzt nicht, wenn der da sich nicht bewegt, ob wir den dann trotzdem angezeigt bekommen würden. Deswegen kann man sich jetzt auch nicht irgendwie hier reinstürzen, so nach dem Motto, na, wir haben noch gehorcht. Aber ich glaube, hier ist wirklich nichts. Und wahrscheinlich auch nichts zu looten. Diese kleinen Hütten sind echt immer ein bisschen arg sinnlos. Sollen sie jetzt egal sein. So. Weiter geht die wilde Jagd. Naja, so wild ist er noch nicht. Und da ist der Gebietsübergang. Okay. Ja, ich gehe noch einen Sektor weiter. Hoffen wir, dass da... Achso, wir müssen ja wieder zurück. Ugh. Stimmt. Auch blöd. Machen wir das. Ich glaube, dann gehen wir gleich mehrere Sektoren. Es ist wahrscheinlich jetzt schon richtig... Ach, hier ist auch Ende. Verdammt. Na, müssen wir irgendwie oben lang gehen. Dann reise ich jetzt nochmal zurück. Jetzt ist richtig kalt. Um in dem Anfangshaus eine Nacht zu schlafen. Einfach weil wir wissen, dass hier einigermaßen Ruhe ist. Ah, das ist das falsche Ende. Shit. Muss ich einmal drum rumlaufen. Mir ist kalt. Richtig, richtig kalt. Da hilft auch die Bewegung nichts mehr. Also hier brauche ich eigentlich auch nicht weiter nach vorne gucken. Ich gehe einfach mal davon aus, dass hier nichts ist. Normalerweise ist ja hier immer Ruhe. Frischer Schnee, den nehme ich aber noch mit. Mach ohnehin gleich ein Feuer drinne. Können wir noch ein paar Wasserflaschen herstellen. Habe ich die ganze Zeit die falsche Taste gedrückt und glaube ich alle meine Batterien schon verbraucht. Macht nichts. Wir brauchen einfach keine Taschenlampe. Sind wir etwa Mädchen? Nee, hier kommt man nicht. Los. Hier ist nochmal frischer Schnee. Ich glaube, dann haben wir auch echt erstmal ausgesorgt, was Wasser angeht, weil wir auch noch so viel Limonade haben. Das finde ich aber okay. Willkommen zu Hause. Oh, Tür zu. So, ich mache jetzt einfach hier irgendwo ein Feuer. Survival Campfire. Los. Und das werden wir jetzt hier aufstellen. Einfach da. Und jetzt den USA Schlafsack daneben. Ich weiß, ich könnte jetzt hier auch mit R kann man übrigens diese Dinger irgendwie rotieren. Ich könnte jetzt auch im Bett schlafen, das ist mir aber irgendwie jetzt wurscht. Ich esse und trinke erstmal noch ein bisschen was Limonade. Gibt es noch eine? Und was essen wir? Was essen wir? Was essen wir? Was essen wir? Wir hatten doch was zu essen, oder? Hier unten kann man sortieren. Aber wir haben nichts zu essen. Da habe ich mich geirrt. Nun, dann ist das wohl so. Schade, aber nicht zu ändern. Dann werde ich auf jeden Fall noch
meinen frischen Schnee verarbeiten. Der kommt hier rein. Jo. So, und dann wird geschlafen. 6 Stunden klingt gut. Einmal Feuer nachlegen nach 6 Stunden, dann ist auch das Wasser fertig. Aber es ist noch finster wie im Arschloch des Teufels, also schlafen wir nochmal 3. So kann man immer die Dunkelheit ganz gut übergehen, genau. Muss eben nur einmal nach 6 Stunden aufwachen, um das, Feuerholz nachzulegen, sonst geht das Feuer aus und das ist blöd. Jetzt habe ich richtig Knast. Ich war so sicher, dass ich irgendwas zu essen hatte, aber naja, so kann man sich irren. Dann wird's Zeit, jetzt also was zu finden. Ist richtig, richtig, richtig Schneesturm. Mir ist also auch sofort total kalt. Aber da muss er jetzt durch. Geht nicht anders. Jo, wir wollen lieben. Müssen jetzt hier oben lang. Okay, also der Plan mit dem See wird zusehends schwerer. Ich hoffe mal, dass hier ist. Oh Gott, ist das eine Kälte. Oh oh oh. Dass den die Kälte überhaupt nicht ausmacht, wa? Hat der was? Cloth Rags. Achso, die brauchen wir ja vielleicht auch nicht unbedingt, weil man ja noch nichts nähen kann. Okay, aber hier gibt es auf jeden Fall Häuser oder ein Haus. Das reicht mir ja schon erstmal. Meine Herren. Okay, was ist das für einer? Und so ein Krabbler. Der uns mal ganz gehörig platt macht, jetzt aber nichts wie rein ins Haus. Und ich habe den Schlafsack liegen lassen, merke ich gerade. Wie ungeheuer ungünstig. Das heißt, da müssen wir nochmal zurück den holen. Mann. Nervt mich schon fast wieder ein bisschen. Ich hoffe, dass ich jetzt hier wenigstens was zu essen finde. Kondome Cracker. Ja, das ist doch mal. Das ist doch mal ein Anfang. Und Brot ist auch gut. Leere Flasche und Kondome lassen wir da. Gibt's hier noch was? Tee. Nehmen wir mit. Mittlerer Rucksack. Nee, den Kalender lassen wir da. Der Rucksack wird ausgerüstet. So, jetzt haben wir Tee. Jetzt müssten wir doch eigentlich Tee kochen können auch. Aber das bringt auch nicht ganz so viel. Ich muss jetzt erstmal Cracker essen, dringend. Da. Da muss man wahrscheinlich eine ganze Menge von essen. Und gleichzeitig geht die ganze Zeit das Durstlevel runter. Ist aber wurscht, weil zu trinken habe ich auf jeden Fall eine ganze Menge. Ein bisschen Limonade. So. Solange wir noch welche haben, kann er die ja auch trinken. Meine hier die Tür zu. Sind ja nicht auf dem Bahnhof. So, ist zum Verstecken. Hier gibt's nix. Hier gibt's auch nix. 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 Schön, ne? So ein richtig, so ein prall gefüllt mit Goodies, dieses Haus. Scheiße. Und draußen geht die Welt unter. Also was den Schneesturm angeht. Und ich habe den verdammten Schlafsack vergessen. Den gehe ich jetzt noch holen. Das schaffen wir noch in der Folge. Und dann. Verdammt, ist das eine Kälte. Oh, hier ist Ende, ja, aber da ist ein Gebietsübergang. Sehr gut. Hier ist offensichtlich auch noch. Nee, da ist nix. Ja, ja. Zurück nach Hause. Klappt gut, dieses Vorhaben die ganze Zeit unterwegs zu sein. Bin total begeistert, ehrlich gesagt. Scheiße. Aber wir kriegen das noch hin. Ich gelobe Besserung, was das Vergessen
des Schlafsacks angeht. Oh Mann. Tür zu. Da ist der Schlafsack. Oh, und das Feuer brennt sogar noch. Das ist ja auch erstaunlich. Dann schmeißen wir mal noch ein bisschen was nach. Und kann ja mal gucken, ob wir irgendwas kochen können. Ja, einen Topf Tee könnten wir kochen. Na, das können wir ja mal machen. Mal sehen, was das bringt. Hier ist immer maximal 5. Dann haben wir den ganzen Tee verbraucht. Oh, wird schon was bringen. So, Tee kann auf dem Feuer heiß gemacht werden. Sollte wahrscheinlich auch. Schmeckt ja sonst wie Schlauch auf Kopf. Tee, zack. Okay. So, und während der Tee kocht, lege ich mich nochmal aufs Ohr, versuche abzuwarten oder hoffe, dass der Sturm aufhört. Und danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich hoffentlich ein bisschen länger on the road bleiben kann und es nicht wieder den Schlafsack vergesse. Bis dahin. Ciao, ciao.